Ahoi und herzlich willkommen zurück zur neuesten Ausgabe von Kreuzfahrt-Nachrichten. Ich bin überglücklich, dass ihr wieder an Bord seid. In dieser Episode haben wir einige aufregende Neuigkeiten und Geschichten aus der Welt der Kreuzfahrten, die wir mit euch teilen möchten. Bevor wir jedoch in die Details eintauchen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Updates verpasst und immer auf dem neuesten Stand seid. Wenn ihr auch leidenschaftliche Kreuzfahrtenthusiasten wie wir seid, hinterlasst eure Kommentare unten und lasst uns eure Meinungen und Erfahrungen wissen. Eure Interaktion ist uns besonders wichtig. Jetzt aber genug geredet. Lasst uns in die Welt der Kreuzfahrten eintauchen und herausfinden, was es Neues gibt. Haider startet mit Traumstart um 12 Reiseaktionen und diesmal mit unglaublichen Preisknallern. Vom 06. bis 16. November 2023 haben Reiselustige die Chance, sich ihren Traumurlaub zu besonders attraktiven Konditionen zu sichern. Die Auswahl ist vielfältig. Jeden Tag vom 6. bis einschließlich 10. November 2023 startet eine neue Traumreise, die ab dem Starttag bis zum 16. November 2023 buchbar ist. Schnelligkeit zahlt sich aus, denn die Kontingente sind streng limitiert. Die Aktion verspricht eine breite Auswahl an Traumreisen zu Toppreisen. Im Hintergrund und nachfolgend sehen Sie einige Beispiele. Kreuzfahrthafen schreibt Geschichte mit Rekordsaison 2023. Der Kieler Kreuzfahrthafen vermeldet stolz das Ende einer rekordverdächtigen Saison 2023 mit beeindruckenden Zahlen. Seit April begrüßte der Hafen 215 Schiffsanläufe von 26 renommierten Reedereien, was die Attraktivität Kiels als Kreuzfahrtziel unterstreicht. Mit einer beeindruckenden Gesamtzahl von 1.174.000 Kreuzfahrtgästen stellt diese Saison einen historischen Höhepunkt dar und markiert die passagierreichste Periode aller Zeiten. Dirk Klaus, Geschäftsführer der Seehafen Kiel GmbH Navico KG, zieht ein positives Fazit. Wir schließen die Saison 2023 mit einem guten Ergebnis ab. Die Entwicklung in der Tourismusbranche zeigt einen deutlichen Trend hin zur Kreuzfahrt. Das war in dieser Saison auch in Kiel spürbar. Neben den beeindruckenden Anlaufzahlen betont Klaus die zentrale Bedeutung von Nachhaltigkeit im Kreuzfahrtgeschäft des Hafens. Für uns geht es vor allem darum, den Seetourismus hafenseitig umweltfreundlicher zu gestalten. Landstrom war für uns das beherrschende Thema und wird es auch in der kommenden Saison sein. Celebrity Cruises präsentiert neuestes Meisterstück, Celebrity XCL, mit dem feierlichen ersten Stahlschnitt bei Chantiers de l'Atlantique in Saint-Nazaire gibt Celebrity Cruises den Namen ihres fünften Edge-Class-Neubaus bekannt. Das neueste Mitglied der renommierten Flotte wird den Namen Celebrity XL tragen. Der offizielle Startschuss für den Bau von Celebrity XL markiert einen bedeutenden Meilenstein für Celebrity Cruises. Das Kreuzfahrtschiff, das im November 2025 auf Karibik-Kreuzfahrten in Dienst gestellt werden soll, verspricht eine einzigartige Erfahrung für Passagiere weltweit. Celebrity XL wird eng an die erfolgreichen Schwesterschiffe Celebrity Beyond und Celebrity Ascent angelehnt sein, die bereits die hohen Standards der Edge-Class repräsentieren. Diese neuen Modelle der Edge-Class sind etwas größer als das Typschiff Celebrity Edge und setzen auf die bewährte Eleganz und luxuriöse Ausstattung, für die Celebrity Cruises bekannt ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer CruiseTube.